Herzlich willkommen zu den Berlin Online-Interviews zu den Abgeordnetenhauswahlen 2016 in Berlin. Heute begrüßen wir einen Mann, dessen Arbeit als Senator für Gesundheit und Soziales in der letzten Legislaturperiode durch die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen bestimmt war. Wegen den Zuständen am Lageso stand er im vergangenen Jahr auch im Zentrum der Kritik. Seine Partei, die CDU, setzt mit Innensenator Frank Henkel im Berliner Wahlkampf vor allem auf das Thema innere Sicherheit. Doch wie schafft es die Partei aus dem momentanen Umfragetief? Wir sind zu Gast in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales und begrüßen den zuständigen Senator. Guten Tag, Herr Chaya. Hallo. Herr Chaya, eine starke Koalition ist ohne die CDU nicht möglich, sagten Sie im Juli dem RBB Radio. Nun steht Ihre Partei laut aktuellen Umfragen bei 18%, ein historischer Tiefstwert, und die CDU ist aktuell nur drittstärkste Kraft. Warum soll es trotzdem ohne die CDU nicht gehen in Berlin? Also erstmal sind wir aktuell zweitstärkste Kraft, weil gewählt ist ja noch nicht. Es gibt unterschiedliche Meinungsumfragen, die haben eine große Varianz. Insofern geht es uns nicht darum, Meinungsumfragen zu gewinnen, sondern Wahlen zu gewinnen. Und wir glauben, dass wir eine sehr gute Bilanz haben für Berlin, dass die Große Koalition gute Arbeit mit unserer Beteiligung geleistet hat und dass wir deswegen die Berlinerinnen und Berliner auch überzeugen können, dass es nicht gut ist, eine Wackelkoalition von Rot-Rot-Grün zu bilden in Berlin, sondern Stabilität zu schaffen, und die gibt es nur mit der Union. Es wird Stand jetzt nach der Wahl 5 bis 6 Parteien geben, die die Möglichkeit haben, ins Parlament zu kommen. Sehen Sie noch andere Regierungsoptionen als mit der SPD oder mit der FDP? Koalition macht man nach der Wahl. Und wir schließen Koalition mit der Linkspartei und der AfD aus. Mit den anderen Parteien sind wir gesprächsfähig, und man muss dann über Inhalte sprechen und dann in der Lage sein, eben auch für Berlin eine stabile Koalition zu bekommen. Und wir haben ein gutes Programm und wir glauben auch, Schnittmengen mit den anderen Parteien zu haben. Halten Sie die Linken für regierungsunfähig? Nein, aber wir haben keine Schnittmengen für die Landespolitik, um mit den Linken zu regieren. Wir glauben auch nicht, dass es gut wäre für Berlin, wenn die Linken wieder mitregieren. Wir haben das 10 Jahre in Berlin erlebt, und es sind viele Dinge in Berlin nicht gut gelaufen, die wir verändern wollten und die wir eben auch schrittweise angegangen sind, wie beispielsweise den Personalabbau, nicht nur bei der Polizei, aber auch gerade dort. Trotzdem setzten Sie sich ja in der Vergangenheit für eine Zusammenarbeit mit der PDS ein, wenn wir das richtig recherchiert haben. Hat es da ein Undenken bei Ihnen gegeben? Der Unterschied ist immer zwischen der Landespolitik und der Kommunalebene. Auf der Kommunalebene ist es so, dass beispielsweise ein guter Bezirksbürgermeister der CDU, Joachim Zeller, auch mit den Stimmen der Linkspartei in Mitte gewählt wurde. Der damalige Fraktionsvorsitzende war im Übrigen Frank Henkel. Also es zeigt sich, auf kommunaler Ebene kann man Gemeinsamkeiten finden in den Bezirken, auch mit den Linken finden, aber für Berlin haben wir keine Gemeinsamkeiten, jedenfalls keine so großen Schnittmengen, dass es für eine Koalition sinnvoll wäre, und das sollte man dann auch vorher ehrlicherweise sagen, und das sagen ja auch beide Parteien voneinander. Sehen Sie Schnittmengen mit der AfD? Nein. Nun hängt der CDU-Landesverband fast schon traditionell ein wenig der Bundespartei ein wenig hinterher. Warum tut sich Ihre Partei gerade in Metropolen wie Berlin so schwer? Ja, das ist ein Problem der Union in ganz Deutschland, dass es der CDU nicht ganz leicht fällt, in den Großstädten zu punkten und in den Großstädten ihr Programm umzusetzen. Es ist häufig so, dass mit der Union eine andere Lebensart als die der Großstädte verbunden wird. Damit gilt es aufzuräumen und eben auch an guten Kandidaten immer wieder deutlich zu machen, dass wir Großstadt können. Und es zeigt sich ja auch in Berlin, dass wir große Städte regieren. Denn wenn man sich beispielsweise Steglitz-Zehlendorf oder Reinickendorf anschaut, dann sind das ja 2 Bezirke mit mehr als 250.000 Einwohner. Das sind in Westdeutschland große Städte, und wir haben in beiden Bezirken gute Bezirksbürgermeister und ich glaube auch in den anderen Großbezirken sehr gute Angebote für die Bezirksparlamente. Nun zu den Inhalten. Die SPD plant das von linksextrem besetzte Haus in der Rigaer Straße von einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft kaufen zu lassen. CDU-Generalsekretär Kai Wegner sprach darauf von einer Kapitulation vor dem Linksterror. Wie wird die CDU diese Misere lösen? Ja, ich halte das für einen ziemlich verrückten Vorschlag, den die SPD dort unterbreitet hat. Immer dann, wenn Linksextremisten ein Haus besetzen, kauft das Land das Haus, damit die Linksextremisten dort weiter wohnen können.
Ich stelle mir das mal kurz vor, in den Jahren 1995, als wir im Bezirk Lichtenberg besetzte Häuser von Rechtsextremisten hatten, wenn auch nur irgendein Demokrat auf die Idee gekommen wäre, einen solchen Vorschlag zu unterbreiten, es hätte keine 24 Stunden gedauert und der wäre aus allen politischen Ämtern verschwunden, und zwar zu Recht. Deswegen halte ich das für einen ziemlich verrückten Vorschlag, wenn Menschen Häuser besetzen, Linksextremisten Häuser besetzen und Polizisten mit Steinen zu bewerfen, dann zu sagen, na, wir kaufen das Haus und bieten es euch dann für eine günstige Miete an. Das muss auf andere Art und Weise gelöst werden. Und wenn der Eigentümer die Besetzung verhindern will, dann muss man auch in der Lage sein, dass die Polizei da durchgreift. Und das ist ja auch geschehen. Aber hat die CDU konkrete Vorschläge für eine Lösung, für eine alternative Lösung? Ja, die Vorschläge bedeuten, dass der Rechtsstaat zur Anwendung kommt und nicht, dass man versucht, den Rechtsstaat auszuhöhlen. Und mit den Mitteln des Rechtsstaats ist auch dieses Problem zu lösen. Und es darf keine rechtsfreien Räume in Berlin geben. Und deswegen ist es auch völlig normal, dass die Polizei dort Handwerker beschützen muss, wenn diese, also normal ist es eigentlich nicht, dass die Polizei Handwerker beschützen muss, aber die Polizei tut dies, wenn Handwerker in einem Haus nicht die Arbeit machen können, die der Eigentümer an diesem Haus gerne vornehmen möchte. Nun erfolgte der Polizeieinsatz aber ohne Räumungstitel und ohne dass Innensenator Henkel früh noch informiert wurde. Hat sich die Berliner Polizei diesbezüglich verselbstständigt? Also das Erste ist, dass sie in Zusammenhang bringen, dass es einen Räumungstitel hätte geben müssen, um die Handwerker zu unterstützen und zu schützen. Beides, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das Zweite ist, dass der eine Vorwurf der Öffentlichkeit ist, dass das politisch motivierte Einsatz in der Rigaer Straße war und Frank Henkel den beauftragt hätte. Und das ist nicht der Fall, sondern die Polizei hat, wie bei an anderen Fällen auch, an diesem Standort abgewogen, welcher Schutz notwendig ist, um den Rechtsstaat auch dort durchzusetzen. Und über diese Maßnahme ist der Innensenator informiert worden. Zu spät, wie er sagt. Er ist darüber informiert worden, bevor der Einsatz losgehen sollte. Und die Kritik war ja vorher, dass es sich um eine bestellte Räumung gehandelt hätte. Diese Kritik verfliegt jetzt in der Berliner Luft. Und nun auf einmal dreht man das Ganze um und sagt, jetzt hat er zu spät etwas gewusst. Also diejenigen, die Frank Henkel kritisieren, müssen dann schon wissen, was sie dann wollen. Aber beide Seiten zu kritisieren, beide Sichtweisen zu kritisieren, verfängt jedenfalls nicht. Nun berichten gerade die Anwohner in der Straße von Schikane. Fanden Sie den Polizeieinsatz verhältnismäßig? Mit dem Polizeiaufgebot, dass dann alle Anwohner in irgendeiner Form kontrolliert werden? Wissen Sie, die Polizei muss entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreift, um Recht und Ordnung herzustellen. Und das hat die Polizei getan. Ich kenne den Polizeipräsidenten Kant aus unterschiedlichen anderen Situationen heraus. Ich weiß, dass er sehr bedächtig und überlegt agiert, ein guter Polizeipräsident für Berlin ist und beispielsweise ja auch zusammen mit Frank Henkel dafür gesorgt hat, dass der 1. Mai in Berlin in den letzten Jahren immer friedlich verlaufen ist. Ich glaube, er nutzt schon die richtigen Instrumente und den richtigen Einsatz. Ich beurteile nicht, ob 10 Polizisten oder 100 Polizisten gebraucht wurden. Das muss die Polizeiführung selbst entscheiden und das hat sie an der Stelle ja auch getan. Nach den Anschlägen in Frankreich und in Bayern gilt laut dem Innensenator auch für Berlin eine anhaltend hohe abstrakte Gefahr. Wie kann sich die Stadt besser vor Extremismus schützen? Die abstrakt hohe Gefahr gibt es ja leider schon seit längerem in Deutschland und auch in Berlin. Wenn man sich mal anschaut, wie häufig es der Berliner Polizei und den Sicherheitskräften gelungen ist, einen Anschlag zu vereiteln, dann merkt man erst, wie häufig wir auch Glück hatten, dass in Berlin solche schrecklichen Anschläge nicht passiert sind und wie gut die Berliner Polizei arbeitet. Man kann sich davor nicht vollständig schützen. Das gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu. Wenn man dies tun würde, würde unsere Freiheit und unsere Art zu leben eingeschränkt sein. Das ist ja auch das, was sich viele Extremisten wünschen. Und deswegen kann man nur immer sehr wachsam sein und gerade auch bei Großveranstaltungen besondere Sicherheitsvorkehrungen haben, wie das bei Kirchentagen oder bei der Fennmeile oder anderen großen Veranstaltungen in Berlin der Fall ist. Und man muss eben aufpassen, dass man nicht dazu kommt, dass bestimmte Großveranstaltungen dadurch gar nicht mehr stattfinden, wenn man derzeitig in München erlebt, wie die Sorge der Münchner ist, ob man überhaupt nochmal auf das Oktoberfest gehen sollte oder nicht.
Denn das wäre aus meiner Sicht aber auch die falsche Schlussfolgerung, wenn man dadurch solche Veranstaltungen ad absurdum führt. Nun gab es heute den ersten Entwurf zur Berliner Erklärung von Bundesinnenminister de Maizière, der auch eng mit der Berliner Innenverwaltung von Frank Henkel abgestimmt wurde. Dieser beinhaltete Burka-Verbot, strengere Kontrollen von Moscheen, Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Stellt die CDU damit nicht eine ganze Religion unter Generalverdacht? Nein, ich glaube, dass wir das nicht tun, sondern dass wir nochmal zum Ausdruck bringen, dass es eben auch darauf ankommt, dass wir unsere Kultur, das, was uns prägt, dass diese Kultur im Mittelpunkt steht, dass man natürlich andere Lebensentwürfe akzeptiert, aber dass immer noch deutlich sein muss, welches Recht und welche Kultur gilt in Deutschland. Und die Frage, welche politischen Inhalte werden verbunden mit der Burka, mit der Vollverschleierung von Frauen, das ist ja hinlänglich diskutiert und ich glaube, dass man es gut vertreten kann, dass wir in Deutschland unsere Kultur vorgeben und ich finde den Begriff, den Rat Saleh dabei immer benutzt, nämlich der Leitkultur zu sprechen, ich halte das auch nicht für falsch. Das ist jetzt aber erschienen auch im Zusammenhang mit einem Sicherheitskonzept in Reaktion auf Anschläge in irgendeiner Form. Aber wenn man gerade eine Religion mit Terrorismus und Anschlägen in Verbindung bringt, schürt man, nimmt man nicht gerade die Ängste, die jetzt schon in dieser Gesellschaft bestehen? Ich glaube, dass die Politik die Aufgabe hat, natürlich die Ängste ernst zu nehmen und die Ängste auch aufzunehmen und Antworten zu finden, aber natürlich auch dann Sicherheitsvorkehrungen zu verändern und zu verschärfen, wenn die Gefährdungslage immer größer wird und, wie wir ja jetzt erlebt haben, in unterschiedlichen Städten eben auch islamistischer Terror in Deutschland und in Deutschland angekommen ist, was wir sonst nur aus anderen europäischen Ländern kannten. Und ich finde, es ist notwendig, dass wir dann eben auch diese Veränderungen vornehmen und dass wir die repräsentative Demokratie auch leben, nämlich das, was die Bevölkerung auch von Politik verlangt, dass die Politik dann Verantwortung übernimmt und gegebenenfalls auch Gesetze anpasst, dass wir das auch tun. Nun haben sich im letzten Jahr in einer Studie von der Humboldt-Universität 69% der Berliner dafür ausgesprochen, den Islam als Bereicherung zu empfinden in Berlin. In Berlin leben 300.000 Muslime. Sehen Sie diese Anschläge wirklich als islamistischen Terror, die geschehen sind, oder sind es einfach nur Menschen, die vielleicht zu wenig integriert wurden? Ich bin kein Experte für die Details dieses Terrorismus, aber wir versuchen damit auch nicht, den Islam zu kriminalisieren. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja viele muslimische Gemeinden in Berlin, die sich klar und deutlich auch von diesem Terror distanzieren und gemeinsam mit den christlichen und den jüdischen, mit den christlichen Kirchen, mit den Menschen des jüdischen Glaubens zusammenstehen gegen diesen Terror und sich da auch klar positionieren. Und die im Übrigen auch Burka-Verbot und andere Fragestellungen, die wir jetzt vorschlagen, mit unterstützen. Also der aufgeklärte Islam, den wir in Deutschland und gerade eben auch in Berlin an vielen Stellen haben, der braucht dies auch aus meiner Sicht, damit man sich klar distanziert von dem, was islamistischer Terror ist und die Religion nur missbrauchen. Und ich betrachte es auch als Bereicherung, dass wir unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Religionen in Berlin haben. Ich finde es auch schön, dass wieder Menschen jüdischen Glaubens in Berlin im Stadtbild erkennbar sind, was über viele Jahre auch nicht der Fall war, jedenfalls für mich so nicht erkennbar war. Und dass man das jetzt wieder sieht und dass das in Berlin auch funktionieren kann, dass unterschiedliche Religionen zusammenleben. Aber das muss eben dann auch deutlich sein, dass man sich von den radikalisierten Strömungen klar distanziert. Und ich glaube auch, dass die meisten Muslime, auch in meiner Verwaltung arbeiten sehr viele, dass die sich das wünschen, dass eine klare Abgrenzung auch erfolgt, weil sie eben auch selber spüren, dass das ansonsten für sie selbst und für ihre Religionsausübung nicht zuträglich ist und dass sie sich da auch in der Gesellschaft nicht mehr wohlfühlen. Dann die letzte Nachfrage zu dem Thema. Die CDU ringt ja eigentlich schon länger mit dem Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Da ist man sich ja nicht ganz uneins. Wie kommen Sie darauf, dass Menschen sich besser integrieren in Deutschland, wenn sie einen Teil ihrer Identität abgeben müssen in Form von der Staatsbürgerschaft eines anderen Landes vielleicht? Man bekennt sich
zu einem Land, in dem man leben möchte, oder zu einem anderen Land. Und die Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft ist eine lange und intensive in der CDU, die auch an unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Kulturdiskussionen verbunden waren. Wir haben ja in vielerlei Formen doppelte Staatsbürgerschaft, die in zwischen europäischen Ländern möglich ist. Insofern, ich glaube, die Staatsbürgerschaft ist das letzte Bekenntnis nochmal, zu welchem Land gehöre ich eigentlich. Und bei diesem letzten Bekenntnis geht es dann eben auch darum, bin ich beispielsweise türkischer Staatsbürger oder deutscher Staatsbürger. Und mein Eindruck momentan ist, dass bei den, auch wenn ich die Diskussion in Köln erlebt habe und die großen Demonstrationen in Köln erlebt habe, habe ich nicht den Eindruck, dass diejenigen, die da demonstriert haben, und viele von denen wollen ja gerne die doppelte Staatsbürgerschaft haben, dass sie das nun tun, weil sie unbedingt sich auch zu der deutschen Nation und zu den deutschen Werten, zu den Werten des Grundgesetzes bekennen möchten, sondern mein Eindruck ist eher, dass sie das tun, weil damit bestimmte Vorteile auch verbunden sind, aber dann muss man sich auch klar bekennen, will ich das eine oder will ich das andere. Ja, zum Thema Wirtschaft. Auf der einen Seite hat Berlin einen sehr großen Investitionsbedarf, gerade in Sachen Infrastruktur oder die Förderung von Startups oder neuen Unternehmen. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr hohen Schuldenberg mit 60 Millionen, den zweithöchsten im bundesweiten Vergleich von den Bundesländern. Für was für eine Schuldenpolitik steht die CDU? Also erstmal, Berlin boomt. Berlin hat einen wirtschaftlich großen Erfolg. Dafür ist in dieser Legislaturperiode viel getan worden, auch in denen davor. Dass es uns wieder so gut geht, dass wir Schulden zurückzahlen konnten in dieser Legislaturperiode, erstmalig fast 3 Milliarden Euro zurückgezahlt. Und wir stehen für die Schuldenpolitik, die wir jetzt gemeinsam mit der SPD umgesetzt haben. Schuldenabbau und Investitionen. Der Wachstumsfonds, den die beiden Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU in Berlin durch das Parlament gebracht haben, ist unser Modell, wie wir mit dem Schuldenberg umgehen wollen. Die eine Hälfte des Überschusses kommt in die Schuldentilgung und die andere Hälfte wird investiert in die Zukunftsbranchen der Stadt. Ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist, den wir weitergehen sollten. Den kann man natürlich nur weitergehen mit wirtschaftlichem Wachstum. Den kann man auch nur weitergehen mit niedrigen Zinsen. Es gibt ein paar Dinge, die sind in Berlin. Da liegt die Verantwortung in Berlin. Es gibt andere Dinge, da ist man von Außenfaktoren abhängig. Aber ich finde es richtig, dass wir beides tun. Tilgen und gleichzeitig investieren. War im Parlament umstritten. Die anderen Parteien, insbesondere die Grünen und die Linken, wollten keine Tilgung, sondern reine Investitionen. Das hielten wir für falsch, weil das weiter dazu führen würde, dass durch Zins und Zinseszins weitere Schulden entstehen. Und wenn dann die Zinsen mal wieder höher sind, als das jetzt der Fall ist, dann würde uns Zins und Tilgung weiter auffressen. Und das wollen wir verhindern, indem wir Schulden abbauen. Und ich finde, dass wir jetzt erstmalig unter 60 Milliarden Euro Schulden sind, zeigt auch, dass diese Koalition wirklich etwas vorzuweisen hat. Ob Hauptstadt der Kinderarmut oder Hartz-IV-Hochburg, in Berlin leben viele Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Was möchte die CDU dagegen unternehmen? Ja, es ist ein Problem, dass diese Stadt strukturell immer noch eine arme Stadt ist. Sie hat 200.000 Industriearbeitsplätze noch einmal nach der Wiedervereinigung verloren und hat eine relativ stabile Sockelarbeitslosigkeit und damit auch Sockelarmut. Die 40.000 bis 50.000 neuen sozialversicherungspflichtigen Jobs, die in Berlin jedes Jahr entstanden sind, sind vor allem deswegen entstanden, weil auch Menschen in die Stadt gezogen sind, die auf diesen Jobs und in diesen Jobs arbeiten. Und es ist ein Problem, weil das Wachstum der Stadt führt dazu, dass ein Teil davon nicht profitiert, der Berlinerinnen und Berliner, die sich verdrängt fühlen, die durch hohe Mieten, durch höhere Lebenshaltungskosten an dem Wachstum der Stadt nicht partizipieren können, sondern eher Nachteile durch das Wachstum der Stadt haben. Das sehen wir hochproblematisch. Deswegen muss man aus meiner Sicht zwei, drei Dinge tun. Wir sind der Auffassung, dass das Erste ist immer die Investition in Bildung. Nur wenn den Kindern gute Bildung zuteil wird, gelingt es, aus der Armutsspirale herauszukommen. Das Zweite ist, günstige Lebenshaltungskosten heißt günstige Mieten. Und das erreicht man nicht nur dadurch, dass man Mietpreisbremsen einführt und den Markt reguliert, sondern dafür brauchen wir vor allem viele tausend neue Wohnungen. Und da ist in den vergangenen Jahren
vieles nicht gemacht worden unter der Verantwortung der beiden Stadtentwicklungssenatoren, vor allem Müller und dann später Herr Geisitz. Die Bevölkerung in Berlin wächst rasant und die Wohnungsnot wird immer größer. Wie und vor allem wo soll in der nächsten Legislaturperiode Wohnraum in Berlin entstehen? In allen Berliner Bezirken muss neuer Wohnraum entstehen. Wir wollen, dass in Berlin mehr Wohnungen gebaut werden, dass davon ein Teil auch die sogenannten Sozialwohnungen sind, also für jene, die ein niedriges Einkommen haben. Wir wollen aber eben auch neue Wege gehen, beispielsweise durch ein Dachausbauprogramm für Berlin, dass die Dachgeschosse wieder stärker ausgebaut werden dürfen und dass man das auch baurechtlich unterstützt. Wir glauben, dass da noch viel Luft ist, um in Berlin zur Verdichtung zu kommen, ohne dass große neue Häuserblocks entstehen, sondern in bestehenden Häusern die Dachgeschosse genutzt werden. Und wir möchten die Eigentumsbildung in Berlin stärken. Berlin ist immer noch eine Mieterstadt, das ist auch gut so. Aber wir brauchen auch Instrumente, um Eigentumsbildung zu unterstützen. Sich ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, ist in Berlin sehr teuer geworden. Und deswegen stehen wir dafür ein, dass wir eine Freigrenze bekommen bei der Grunderwerbsteuer für diejenigen, die zum ersten Mal Grund und Boden oder eine Eigentumswohnung erwerben, mit 300.000 Euro Freibetrag, den wir daraus finanzieren wollen, dass wir das sogenannte Käufermodell, wo in Paketen Wohnungen gekauft werden oder Geschäftsanteile an Unternehmen verkauft werden, ohne dass man Grunderwerbsteuer zahlen muss, dass dieses Modell abgeschafft wird und man daraus dann eben auch einen solchen Steuerfreibetrag finanzieren kann. Neuen günstigen Wohnraum, gleichzeitig die Dachgeschosse auszubauen und Eigentumsbildung zu unterstützen, das sind die Dinge, die für uns wichtig sind. Wenn 40.000 bis 50.000 neue Menschen nach Berlin ziehen, aber in den Jahren, in denen der jetzt regierende Bürgermeister Verantwortung hatte, jedes Jahr knapp 10.000 Wohnungen nur neu in Berlin gebaut wurden, dann ist es eine einfache Rechnung zu verstehen, dass das nicht ausreichend ist. Und dabei nur die Mieten zu begrenzen und Mietpreisbremsen einzuführen, führt ja noch nicht dazu, dass für die neuen Menschen, die in die Stadt kommen, neue Wohnungen da sind, sondern die Wohnungen fehlen weiterhin und der Druck auf den Mietenmarkt ist weiterhin enorm, insbesondere wenn neue Häuser und neue Wohnungen entstehen, werden dort Höchstpreise und Höchstmieten aufgerufen. Und deswegen kommt es aus unserer Sicht vor allem darauf an, das Angebot zu verstärken, wenn die Nachfrage größer wird und die Gesetze des Marktes dabei eben auch zu beachten und dadurch dann wieder auch zu niedrigen und vernünftigen Mieten in Berlin zu kommen. Durch private Investoren oder auch durch, indem das Land Wohnungen wieder kauft oder Wohnungsbau betreibt? Das sind zweierlei Dinge. Nur weil eine städtische Wohnungsbaugesellschaft 10.000 oder 15.000 Wohnungen vom Markt kauft, in einer Höchstpreisphase wie jetzt, entstehen ja nicht neue Wohnungen in Berlin. Sondern neue Wohnungen entstehen dann, wenn neue Wohnungen gebaut werden. Und ja, wir sind dafür, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bauen. Das tun sie auch. Da kann sich schon einiges sehen lassen, dass in den letzten anderthalb, zwei Jahren eine Menge passiert. Aber ich erinnere mich noch, dass vor gar nicht allzu langer Zeit, und es waren immer SPD-Bausenatoren, das gehört zur Wahrheit leider dazu, die gesagt haben, wir brauchen keinen Wohnungsbau in Berlin, wir haben viel Leerstand. Und dass zu spät darauf reagiert wurde, dass in Berlin eben auch ein Wachstum an Bevölkerung da ist und dass man dafür neuen, günstigen Wohnraum braucht. Deswegen, es ist richtig und gut, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bauen. Wir sind da auch ganz unideologisch. Wir finden das auch richtig, dass wir städtisches Eigentum haben. Wir wollen auch nicht privatisieren. Aber es muss gleichzeitig auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass der private Markt wächst. Denn nur mit einem zusätzlichen Angebot wird die Nachfrage gedeckt und damit der Preis stabilisiert. Nun ist Wohnungsbau ja immer mittelfristige Stadtplanung. Hat die CDU auch Maßnahmen, die Gentrifizierung kurzfristig zu entschleunigen? Die Mietpreisbremse haben Sie angesprochen, fanden Sie ja nicht richtig. Doch, wir sind die Mietpreisbremse ja mitgegangen in Berlin. Wir haben ja viele Maßnahmen zusammen mit den Sozialdemokraten unternommen in Berlin, um zu einer Mietpreisdeckelung zu kommen. Wir haben Bundesratsinitiativen unterstützt, damit bei einer Neuvermietung der Vermieter auch verpflichtet ist, dem neuen Mieter mitzuteilen, wie hoch denn die Miete des Altmieters war. Bis jetzt ist es ja so, dass der Mieter das erfahren darf, aber beim Vermieter nachfragen muss. Das tut er aber in der Regel nicht vor Abschluss des Mietvertrages, weil er Angst hat, dass dann möglicherweise jemand anders die Wohnung mietet.
Also wir sind ja viele Schritte mitgegangen, die dazu geführt haben, dass wir in Berlin zu einer Mietpreisbremse gekommen sind. Wir haben mit unterstützt, dass es zu einer Beschränkung bei den Ferienwohnungen in Berlin kommt, um ein zweites Beispiel zu nennen. Das war alles, das ist aus unserer Sicht kurzfristig auch alles richtig gewesen, um die Fehler zu heilen, die in der Vergangenheit in Berlin gemacht wurden, dass nicht ausreichend Wohnungen neu gebaut wurden. Aber deswegen muss man trotzdem an die Wurzel. Und die Wurzel geht nur, kann man nur dadurch lösen, dass neuer Wohnraum entsteht. Städtische Wohnungsbaugesellschaften. Wir finden, dass man Genossenschaften viel stärker dabei auch mit berücksichtigen muss, weil sie auch schnell kleinere Wohnungen oder kleinere Wohnungseinheiten neu errichten können, teilweise auch Verdichtung haben. Und einen Genossenschaftsanteil zu haben, ist auch ein Stück Eigentumsbildung, ein Stück Verantwortung, was man für die Stadt und seinen Kiez übernimmt. Auch das ist für uns ein Teil, der derzeitig etwas weniger berücksichtigt wird, aber der man in der nächsten Legislaturperiode mit ins Auge fassen sollte. Sie sprachen vorhin schon davon, dass Bildung wichtig ist, um prekäre Lebensverhältnisse vorzubeugen. Für die Sanierung von Berliner Schulen werden in den kommenden Jahren rund 5 Milliarden Euro benötigt. Welche Investitionen plant die CDU und wie sollen diese finanziert werden? Die Schulsanierung war auch für uns in den letzten 5 Jahren in dieser Koalition ein wichtiger Part. Deswegen haben wir das Schul- und Sportstätten-Sanierungsprogramm verdoppelt und den Schulen und den Bezirken zusätzliche Mittel gegeben. Aber wir sehen heute, dass der Bedarf so hoch ist, wie Sie sagen, weshalb die Berliner CDU 3 Milliarden in den nächsten 5 Jahren in die Berliner Schulen investieren möchte. Und wir sind auch der Auffassung, dass die Investition in die Schulen schneller vonstatten gehen sollte. Jetzt ist allein im nächsten Jahr der Investitionsbedarf in die Schulen 860 Millionen ohne Sportplätze. Wie soll das Land das finanzieren, ohne neue Schulden aufzunehmen? Wir machen ja Gott sei Dank einen Haushaltsüberschuss im Land und aufgrund der starken wirtschaftlichen Situation. Und dieser Haushaltsüberschuss wird zu einer Hälfte in die Tilgung und zur anderen Hälfte in neue Investitionen im Land gesteckt. Dabei haben Schulen und Kitas einen besonderen Schwerpunkt und deswegen glauben wir, dass da auch Mittel da sind, um diese in die Schulen zu investieren. Wir stehen aber auch Modellen nicht negativ gegenüber, die dazu führen, dass Private bestimmte Sanierungen an Schulen vornehmen und diese dann über Zinsmodelle abgezahlt werden vom Land, also die Public-Private-Partnership-Modelle, die es auch in anderen Bundesländern gibt, die am Ende des Tages ja dazu geführt haben, dass die Baumaßnahme günstiger war und schneller fertig war und dass man trotz Zinszahlung in den Jahresraten niedriger lag als bei einer eigenen Planung und dem eigenen Bau. Deswegen auch die Überlegung, ein eigenes Schulbauamt zu schaffen, um die Möglichkeiten des privaten Marktes anders zu nutzen, als das derzeitig der Fall ist. Gut. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was Sie als Senator für Gesundheit und Soziales in der letzten Legislaturperiode sehr tangierte. Es kamen sehr viele geflüchtete Menschen nach Berlin. Ende dieses Jahres sollen mehr als 70.000 registriert sein. Welches Konzept hat die CDU für die Unterbringung und Integration dieser Menschen? Zunächst erstmal zur Klarheit der Zahlen. Im letzten Jahr kamen 80.000 Flüchtlinge nach Berlin, von denen 55.000 in Berlin blieben und einen Asylantrag gestellt haben. Der Rest ist auf die anderen Bundesländer verteilt worden, weil Berlin nach dem Königsteiner Schlüssel 5,05% aufnimmt. Ende dieses Jahres sollen 70.000 registriert sein, also Ende dieses. Das ist eine Prognose. Wir gehen nach unseren Prognosen, sind wir davon ausgegangen, wie viele noch in diesem Jahr hinzukommen werden. Von denen, die im letzten Jahr gekommen sind, gehen wir davon aus, dass gut 50% eine hohe Bleibeperspektive haben und die andere Hälfte nicht in Deutschland verbleiben darf und deswegen ins Heimatland zurückkehren muss. Das gelingt immer besser durch freiwillige Rückkehrprogramme. Die Nachfrage in den freiwilligen Rückkehrprogrammen hat sich in den ersten Monaten des Jahres 2016 vervierfacht. Die Zahl der zwangsweisen Abschiebungen ist aber auch sehr viel höher geworden. Allein im ersten Quartal sind mehr Menschen zwangsweise zurückgeführt worden als im ganzen Jahr 2015. Das bedeutet also, dass wir uns vor allem im Gedanken machen müssen um diejenigen, die dauerhaft hier bleiben. Aber ich sage das deswegen, weil es zwei Seiten einer Medaille sind. Ein Asylantrag kann positiv oder negativ ausgehen. Und wenn er nicht positiv ausgeht, dann muss die Rückführung eben auch ordnungsgemäß und schnell stattfinden. Wir hatten
Wir haben einerseits die Herausforderung, zunächst die Menschen, die hier neu angekommen sind, unterzubringen, sie zu versorgen mit den Grundbedürfnissen, die jeder Mensch hat und die wir in Berlin zur Verfügung stellen wollen. Dafür haben wir im Senat verabredet, dass wir die sogenannten Tempo-Homes errichten, also Gebäude, die sehr schnell in Berlin zu errichten sind. Das passiert momentan in Berlin, die werden schrittweise errichtet und wir werden bis Ende des Jahres bis zu 30 solcher Tempo-Homes haben, um die Turnhallen leer zu ziehen und die Notunterkünfte schnell abbauen zu können. Aber das ist nicht alles, sondern das, was wir benötigen, ist dann eben auch schnell und günstigen Wohnraum. Deswegen werden in Berlin nur noch wenige der Modularbauten entstehen als reine Flüchtlingsunterkünfte, sondern wir haben uns im Senat verabredet, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften und das Land diese Modularbauten gleich als günstigen Wohnraum in kleineren Apartments für die Flüchtlinge errichtet. Das ist der eine Teil der Unterbringung. Ich glaube, dass der uns auch gelingen wird, auch deswegen gelingen wird, weil der derzeitige Flüchtlingszugang auf einem Zwei-Jahrestief ist und auch nicht erkennbar ist, dass in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten die Zahl der Flüchtlinge steigt. Aber das ist eben nur ein Teil. Der zweite Teil der Integration ist umfangreicher, aufwendiger und auch kein Thema eines Ressorts. Darauf habe ich schon vor 2, 3 Jahren hingewiesen. Diejenigen, die der Auffassung waren, immer mit dem Finger nur auf ein Ressort und eine Person zu zeigen, haben davon Gott sei Dank auch nicht profitiert. Es ist eben nicht, es hat dem regierenden Bürgermeister nicht geholfen, dass er der Auffassung war, die Verantwortung, die auch in SPD-Ressorts liegt, nur auf ein paar CDU-Senatoren abzuladen. Das war nicht richtig. Ich habe das auch immer für falsch gehalten, aber immer deutlich gemacht, es ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Die gelingt nur, wenn das Bildungsressort, das Integrationsressort, aber natürlich auch das Ressort für die innere Sicherheit, dem die Ausländerbehörde untersteht, und unserem Ressort, was für die Unterbringung zuständig ist, wenn die alle zusammenarbeiten. Und deswegen ist der Masterplan für Integration, in dem all diese Dinge aufgeführt sind, wie gelingt es uns, Menschen schnell in Arbeit zu bringen. Wir haben 4.000 bis 5.000 Personen, die Flüchtlinge, die jeden Tag gemeinnütziger Arbeit nachgehen. Wie gelingt es uns, Menschen schnell in ihren Berufsalltag zu bringen, Ausbildung zu bekommen? Da haben wir viele Programme in Berlin aufgelegt. Wie gelingt es uns, dass unsere Kultur verstanden wird, dass Integrationskurse wahrgenommen werden, dass man die Sprache lernt? Haben wir mit den Volkshochschulen auch ergänzende Maßnahmen in Berlin aufgelegt, zu denen, die vom Bund ohnehin kommen? Und dann gehört aber eben auch dazu, was passiert dann, wenn man diese Integrationsmaßnahmen ablehnt. Da gibt es jetzt das Integrationsgesetz des Bundes, wo viele zusätzliche Integrationsmaßnahmen angeboten und auch finanziert werden. Aber wenn man diese nicht annimmt, dann kommt es eben auch zu Leistungskürzungen. Das sind für uns die Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Wir glauben, dass sich das Land nicht verstecken muss beim Masterplan und bei den Dingen, die wir zusammen aufgeschrieben und erarbeitet haben, um diese besondere Aufgabe, höchstwahrscheinlich die größte seit der deutschen Wiedervereinigung, zu stemmen. Aber es bleibt dabei, es ist eine gesamtstädtische Aufgabe und es müssen alle Ressorts zusammenarbeiten. Sie haben das Thema gerade schon ein bisschen angerissen. Sie bezogen das wahrscheinlich auf Ihre Behörde und an die Kritik an den Umständen der Geflüchteten am Lageso, gerade speziell im letzten Jahr. Da standen Sie besonders als Person und als Senator ja auch in der Kritik. War Ihre Behörde nicht gut auf die Situation vorbereitet? Wissen Sie, das sehen wir ja an unterschiedlichen Stellen in Berlin, an unterschiedlichen Behörden, dass die Sparpolitik der vergangenen Jahre ohne Aufgabenkritik und Veränderung der Prozesse in der Verwaltung, also das reine Einsparen von denen, die in den Ruhestand gehen und diese Aufgabe, denen, die noch da bleiben, wieder auf die Schultern zu packen, dass diese Politik Spuren hinterlassen hat. Und viele haben geschmunzelt in der Republik über den Satz, sparen bis es quietscht. Aber es quietscht irgendwann. Es quietscht bei den Familienkassen, bei denen das Elterngeld nicht rechtzeitig ausgezahlt werden konnte. Es quietscht bei den Bürgerämtern, wo zu lange auf einen Termin gewartet werden muss und sich sogar Geschäftsmodelle in Berlin entwickelt haben, dass Termine verkauft wurden. Und es quietscht natürlich vor allem dort, wo die Aufgaben richtig stark gewachsen sind. Der Flüchtlingszugang ist um 4.000%, 4.000% in binnen von wenigen Wochen angestiegen.
eine Verwaltung, die mit 35 Mitarbeitern für diese, innerhalb des gesamten Lagesus waren 35 Kollegen dafür zuständig, mit dieser Aufgabe völlig alleine gelassen werden, ist nicht in der Lage, konnte nicht in der Lage sein, diese Aufgabe alleine zu stemmen. Im Rest der Republik sind dafür viele Gemeinden und Städte verantwortlich. In Berlin ist das nur eine Behörde, weil wir Land und Kommune gleichermaßen sind. Und ich erinnere mich noch gut, als ich im Sommer 2014, nicht 15, sondern im Sommer 2014, als wir erstmalig über 1000 Flüchtlinge pro Monat in Berlin hatten, im Senat gesagt habe, wir müssen eigene Flüchtlingsunterkünfte bauen. Damals vorgeschlagen habe, die Wohncontainer zu errichten. Und ich bin damals zum Stadtentwicklungssenator gegangen und habe gesagt, wenn eine Polizeiwache in Berlin gebaut wird, dann baut die Stadtentwicklungsverwaltung. Und wenn ein Justizgebäude gebaut wird, dann baut seine Stadt. Und wenn eine Oper saniert wird, dann bauen Sie, Herr Stadtentwicklungssenator. Ich bitte Sie, dass wir auch solche Flüchtlingsunterkünfte gebaut bekommen. Und mir wurde gesagt, das ist nicht in unserem Arbeitsplan, das müssen Sie mit dem Lageso selbst machen. Dieser Stadtentwicklungssenator hieß Michael Müller, bei dem ich im August 2014 diese Bitte vorgetragen habe. Und ich bekam nur das Recht, Wohncontainerdörfer zu errichten, wenn ich es selbst tue. Und ich habe dann Mitarbeiter aus der Gesundheitsverwaltung genommen, die sonst üblicherweise Krankenhausnotlagen organisieren. Und wir haben die ersten Wohncontainer gebaut. Heute bin ich ganz froh darüber, dass wir das gemacht haben, weil höchstwahrscheinlich das erste nicht in binnen von 44 Tagen fertig gewesen wäre. Aber ich erinnere nur daran, dass die Aufgabe schon sehr viel länger in Berlin bestand. Im September 2014 ist das Lageso das erste Mal zusammengebrochen an dieser Arbeit und 3 Tage fand keine Arbeit statt, weil die Hälfte der Sachbearbeiter so überfordert waren, dass sie alle zu Hause waren und krank waren. Und sie waren auch wirklich überfordert und krank aufgrund dieser Aufgabe. Und es hat fast ein Jahr gebraucht, bis es zu einer gesamtstädtischen Aufgabe wurde. Bis endlich der Stab kam, den ich schon im Herbst 2014 gefordert habe. Bis ein Sonderstaatssekretär dafür benannt wurde. Was ist eigentlich in diesem Jahr passiert? In diesem Jahr hat sich die SPD mit der Frage beschäftigt, wer wird der nächste regierende Bürgermeister? Und der Stadtentwicklungssenator befand sich im Wahlkampf innerhalb der SPD. Ich weiß, dass man das heute ungern hört, aber ich sage das auch deswegen, weil der Zeitzeuge häufig der größte Kritiker des Historikers ist. Und ich als Zeitzeuge weiß, wann wir an welcher Stelle um Hilfe und Unterstützung gebeten haben. Sie haben die Sparpolitik gerade angesprochen. Die wurde unter Rot-Rot teilweise zwanghaft betrieben, wegen dem Haushaltsgesetzentwurf, der damals nicht durchgekommen ist. Aber auch unter Rot-Schwarz wurde ja konsolidiert wirtschaftlich. Wir haben das ja gerade darüber ja gerade gesprochen. Hätte man da nicht vielleicht auch mehr investieren müssen in der Zeit, auch jetzt unter der letzten Regierung, dem letzten Senat? Ja, wenn man öffentliche Verwaltung reformieren will und verändern will, dann wird das nicht gehen ohne Startinvestitionen. Das ist auch in jedem Unternehmen so. Wenn eine neue IT eingeführt wird, wenn Prozesse verschlankt werden, dann bedeutet das, dass man am Anfang erstmal Startkosten hat. Die Ökonomen nennen das gerne Implementierungskosten. Und es gab eine Zeit, wo man auch dazu nicht bereit war, diese Implementierungskosten zu bezahlen, was aber sinnvoll gewesen wäre, um die Prozesse auf Dauer schlanker zu gestalten. Und ich weiß, wie häufig unter dem damaligen Finanzsenator Nussbaum der Innensenator Frank Henkel Vorschläge unterbreitet hat zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Vorschläge gemacht hat zum E-Aktengesetz. Und bei diesen Vorstellungen immer wieder ausgebremst wurde, eben gerade mit der Begründung, ja, das können Sie gerne machen, aber es darf nichts kosten, diese Einführung. Und das geht eben nicht. Es kostet am Ende was und das Parlament hat dann jetzt endlich ein solches Gesetz beschlossen. Das ist jetzt auch mit Kosten für die Veränderung und Reform der Verwaltung verbunden und es ist auch bitter nötig, weil wir jetzt bei rund 100.000 Beschäftigten des Landes Berlin sind, von denen jedes Jahr fast 10.000 in den Ruhestand gehen werden in den nächsten Jahren. Auch das war etwas, was nicht in den letzten 2 oder 3 Jahren erst neu entdeckt wurde, weil mindestens die Geburtsdaten sind von den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bekannt. Und wann sie 63, 64 oder 65 werden. Es war vieles an Spar- und Konsolidierungspolitik auch richtig, die gegangen wurde. Wir sind ja auch viele Schritte mitgegangen. Aber es muss eben auch deutlich werden, dass die Probleme, die wir heute erleben,
sind einerseits Probleme, weil in der Vergangenheit die Aufgabenkritik nicht gemacht wurde, und andererseits sind es Probleme, die aus einer positiven Entwicklung entstehen. Nämlich aus der Entwicklung, dass die Stadt wächst, dass die Stadt wirtschaftlich so boomt wie nirgendwo anders in Deutschland, dass wir mit großen europäischen Metropolen verglichen werden und dass unser Wirtschaftswachstum weit über dem des Bundesdurchschnitts liegt und unsere Arbeitslosigkeit auch kräftig gesunken ist. Also insofern sind es auch Probleme, die aus dem Wachstum der Stadt heraus entstehen. Und ich fand es auch nicht richtig, dass in der Großen Koalition dann immer der Eindruck vermittelt wurde, mit diesen Aufgaben der wachsenden Stadt, die nun im besonderen Maße eben auch Aufgaben beispielsweise bei der Innenverwaltung oder bei dem Thema Flüchtlinge auch bei mir lang, dass diese Aufgaben dann ist gesagt wurde, das können die einfach nicht, sondern dass man auch mal zum Ausdruck bringt, dafür gibt es Ursachen und die Gründe, warum wir uns jetzt mit diesen Aufgaben beschäftigen müssen, sind gute. Nämlich eine gute Wirtschaftspolitik, auch dank der Regierungsbeteiligung der CDU und dank einer CDU-Wirtschaftssenatorin. Kommen wir jetzt zum letzten Themengebiet. Berlin gilt als Hochburg der Lesben- und Schwulenbewegung. Trotzdem enthielt sich der Senat bei Probeabstimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe im Bundesrat aufgrund des Vetos der CDU. Ignoriert die CDU die Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Berlin? Nein, das tut die CDU nicht, denn die CDU war, glaube ich, die einzige Partei, die sich mit dieser Frage intensiv im Rahmen eines Mitgliederentscheids und einer Mitgliederbefragung beschäftigt hat. Wie Sie möglicherweise wissen, war ich ein Befürworter der Kampagne Ehe für alle innerhalb der Berliner CDU. Es ist ein knappes, aber am Ende des Tages doch deutliches Ergebnis gewesen, dass sich die Mehrheit der CDU-Mitglieder nicht dafür ausgesprochen haben. Das gilt es zu respektieren. Berlin profitiert und lebt davon, dass wir eine bunte Stadt sind, dass viele Menschen, viele schwule Menschen, viele lesbische Menschen, aber auch unterschiedlicher Sexualität in Berlin leben. Diese Vielfalt wollen wir in Berlin weitererhalten und unterstützen. Wir sind auch dafür, dass man alle Möglichkeiten ausschöpft, um die Lebensverhältnisse und die Lebensbedingungen noch weiter aneinander anzugleichen. Bei der Ehe für alle war es so, dass die Berliner CDU einen Mitgliederentscheid durchgeführt hat. Da gab es unterschiedliche Positionen. Es ist jetzt schwer für mich, diese Frage zu beantworten, weil ich da eine andere Auffassung vertrete als die Mehrheit der Berliner CDU-Mitglieder. Ich kann nur dahingehend die Hoffnung haben, dass die jüngeren CDU-Mitglieder sich mehrheitlich für die Ehe für alle und eher die Älteren dagegen ausgesprochen haben. Mein Eindruck ist aber, wenn man eine solche Abstimmung ehrlicherweise bei der SPD oder vielleicht sogar auch bei der Linkspartei gemacht hätte, dass man zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wäre. Gut, Herr Chaya. Zum Abschluss stellen wir Ihnen noch ein paar persönliche Fragen und würden Sie bitten, immer nur in einem Satz zu antworten. Mit welchem Berliner Fußballverein fiebern Sie mit? Hertha oder Union? Dem ersten FC Union. Currywurst oder Döner? Currywurst. Karneval der Kulturen oder Berliner Philharmoniker? Oh, das ist schwer, das hängt vom Wetter ab. Bei schlechtem Wetter dann gerne Philharmoniker, aber ansonsten auch sehr gerne Karneval der Kulturen. Horst Seehofer oder Angela Merkel? Das sind ja einfache Fragen, Angela Merkel. Schlachtensee oder Prinzenbad? Auch eine schwierige Frage. Das hat ein bisschen was mit der Familie und den Kindern zu tun. Die Rutschen sind, glaube ich, im Prinzenbad besser, aber ich bin da schon Ewigkeiten nicht mehr gewesen. Aber die Frage entscheiden ja nicht die Männer zu Hause, sondern die Kinder und die Frauen. Also deswegen würde ich sagen, eher Prinzenbad. Udo Lindenberg oder die Ärzte? Die Ärzte. Chris Durkin oder Frank Castorf? Oh. Diese Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten. Die ist zu kompliziert. Neukölln oder Charlottenburg? Kreuzköln. Das, glaube ich, ist ein wirklicher Aufstiegsstadtteil, in dem es momentan Spaß macht zu leben. Aber man braucht das auch nicht immer. Ich bin ja Stadtrandpolitiker. Ich weiß, sollte nur in einem Satz antworten. Aber wenn Sie fragen, dann lieber Stadtrand oder Innenstadt. Tagsüber gerne Stadtrand, aber zum Ausruhen. Tagsüber gerne Innenstadt, aber zum Ausruhen dann doch lieber an den Stadtrand. Fahrrad oder U-Bahn? Beides. Flughafen Tegel. Weiterhin Flughafen oder Freifläche? Standort für
neue Technologien für die Ansiedlung der Technischen Universität. Und eine gleiche Erfolgsgeschichte wie Adlershof, wenn der BER endlich eröffnet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Chaya. Zum nächsten Wahlinterview treffen wir morgen den regierenden Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidaten Michael Müller.